in die Richtung. Das wird richtig schief gehen. Nee, nee, man kann nicht mit einer Waffe buddeln. Also das würde das Spiel einem dann schon... So, das Nest kennen wir, da waren Rabenfedern drin. Da verschwende ich jetzt keinen Pfeil dafür. Und sowieso sollten wir in der Nacht einfach versuchen zu überleben. Was schwer genug ist. So, wer war das jetzt? Links? Eigentlich geradeaus durchs Dorf, ne? Geradeaus und dann hier durch. Über die Brücke. Hier runter wahrscheinlich. Oh Gott, das sieht ja aber auch aus. Wir sind übrigens, glaube ich, falsch geritten. Ja, ich wusste es. Nachts sieht man nichts. So, Brücke gefunden. Haben wir schon mal eins geschafft. So, und von hier aus eigentlich immer geradeaus. Okay. Nein, nicht auf dem Weg. Ja. Guck mal, der Mond kommt raus, Freunde. So. Ja, wir lassen jetzt auch Nester weg, auch wenn es jetzt schön wäre, Nester zu haben, aber... Ärgerlich. Wo müssen wir hin? Links. Nein, nicht irgendwo hängen bleiben. Ja. Ah, verdammt, sind wir richtig? Da vorne scheint irgendwie was Hausiges zu sein. Oh, Büsche. Dieses Spiel und Büsche, ne? Irgendwo ist unser Pferd jetzt hingeritten, wo es nicht sollte. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Wir reiten wieder zurück, ne? Oh, wie ich das hasse. Bin ein bisschen hektisch, tut mir leid. Nachts ist hier einfach die absolute Hölle. Hier nichts mehr, ne? Wo sind wir jetzt? Okay, wir können... Was ist denn hier? Holzfällerlager? Oh, sind hier Holzfällerlager? Sind hier irgendwie Sachen, wo man schlafen kann? Ich glaube, wir müssen da lang. Ich sehe nichts. Aber wir sind nicht falsch. Ach, hier sind die Minen! Oh, krass! Hier sind die Silberminen, klar. Das sind alles Mineingänge hier. Von den Silberminen. Danke, Silberner Pegasus, für die Feststellung. Ja, das ist echt gefährlich, nachts zu reiten. Das sind die Silberminen. Und hier sind Holzfällerlager. Meint ihr, die sind noch besucht? Ne, die haben die ganzen Silberminen ja geplündert. Hier wird nicht mehr viel sein. Hier sind wahrscheinlich ohne Ende Banditen unterwegs. So, nach Sasau ist es noch sau weit. Ich hätte jetzt gedacht, wir reiten jetzt hier runter. Wenn man den Weg kennen würde, wäre schön, ne? Ja. Oh Gott, wir sind in irgendeine Minenschacht angekommen. Toll. Das war eine Sackgasse. Wir hätten tatsächlich gar nicht hier weitergekommen, ne? Wir hätten irgendwie hier runter gemusst. Wir müssen irgendwo hier runter. Wir müssen jetzt links irgendwie den Abhang runter. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich tippe mal nicht. Hier ist natürlich Dickicht ohne Ende. Ja, super. Also, ich weiß jetzt schon, wie die Folge auf YouTube heißen wird, Freunde. Hier sieht's gut aus. Heinrich verläuft sich im Wald. So, jetzt haben wir hier was. Lass uns mal kurz schauen. Wenn wir jetzt da runterkommen... Kommen wir auf einen Weg, wo wir auf jeden Fall schon mal weiterkommen. Ja, hier wird man tatsächlich überfallen. Und das nicht nur einmal. Also. Boah, diese Büsche. Okay, wir können uns hier so ein bisschen durchbuggen. Das ist natürlich alles völlig bescheuert aus gerade.
So, lass uns mal kurz gucken, wo sind wir jetzt? Wir sind fast auf dem Weg. Hier ist ein Baum. Ich hoffe, dass wir keinen Schaden kriegen hier, wenn wir runterfallen. Boah. Okay, lass uns mal gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Ja, das sieht gut aus. Perfekt, wir haben es geschafft. Wir sind unten. Gott. Okay, hier geht's weiter. Okay. Oh, so, jetzt müssen wir mal schauen, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Hier geht es jetzt tatsächlich auch zu irgendeinem Gehöft. Da ist Asau. Das ist noch eine ganze Ecke. Diese Wege sind aber auch nicht sichtbar hier nachts, ne? Abhang. Wir sind... Was ist denn das für ein Weg hier, Freunde? Ja, gibt eine extra Möhre fürs Pferd auf jeden Fall. So, da vorne ist irgendwie eine Art Gehöft oder sowas. Und da gibt es dann auch wieder eine Brücke. Vielleicht können wir bei dem Gehöft übernachten. Wir brauchen ja nur irgendwie eine Art Strohbett. Wir brauchen ja nicht mal was Grandioses. Ich hätte fast gedacht, dass hier auch noch irgendwo eine Ortschaft ist, aber hier ist tatsächlich... Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn wir hier irgendwie lang geritten wären, aber gut. Kann man ja nicht ahnen, ne? Okay, wir kommen jetzt auf jeden Fall gleich an dem Höft vorbei. Oh, oh. Das habt ihr euch anders vorgestellt, was, Jungs? Durch, egal was das war. Ja! Wir wollen hier nicht hin. Folgen die uns? Okay, wir sind erfolgreich entwischt. Genau, wir sind jetzt auf dem besten Weg, tatsächlich nach Sasau zu kommen. Sampuscher Wälder, na super. Wälder sind toll. Ja, den Überfall haben wir... Haben wir erfolgreich umgangen? Ich hab da diesen Plan. Auch den lassen wir in Ruhe. Oh Gott, ich sehe hier nichts, ne? Oh, was ein Waldweg. Okay, guck mal, da ist was. Das sieht doch aus, als ob wir da irgendwie. Da ist auch ein Questgeber. Versuchen wir da mal hochzukommen. Bevor wir jetzt durch diesen Wald reiten, wäre das doch erstmal eine ganz gute Speicheroption hier für uns. So, kommen wir hier irgendwie hoch. Hier hoch. Hier hoch und dann in den Ort. Was auch immer das ist, da will ich hin. Ja. Das absolut krasseste Banditennest oder sowas. Oh nein, ist es ein Dorf? Samupesh! Was war das? Was ist hier los? Guten Tag, guten Tag. Oh Gott, haben wir einen Lack. Okay, Samupesh. Sehr schön. Das scheint ein sehr kleines Dorf zu sein, aber hier scheint es auf jeden Fall unerforschte Orte zu geben. Und hier gibt es eventuell auch dann... Zumindest mal eine Unterkunft für uns. Lass uns mal gucken. Wir müssen, glaube ich, noch ein Stück weiter. Sind wir jetzt denn da? Achso, es ist noch so weit. Man schätzt ein bisschen die Entfernungen.
Ah, wunderbar. Zivilisation, Freunde. Wir haben es geschafft. Hier gibt's einen Schmied. Hier gibt's vielleicht auch eine Schaufel. Okay. So. Hier gibt's auch einen Händler. Das ist doch auch schön. Okay, aber der Händler hat jetzt bestimmt nicht auf. Wir suchen uns jetzt erstmal irgendwie ein Bett. Da ist ein unerforschter Ort. Jedes Dorf hat auch bestimmt eine Taverne, wo man nächtigen kann oder zumindest irgendwas in der Art machen kann. Guck mal, hier ist eine Taverne. Ich sehe Bier. Wahrscheinlich die andere Seite. Schenke. Guck mal, wir sind in der Schenke. Ist das hier die Schenke? Was sind die jetzt? Ach, die ist da oben irgendwo. Bin falsch gelaufen, sorry. Ist das hier die Schenke? Ne, da ist doch, das muss die Schenke sein. Ja, 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 doch. Doch, doch, das ist die Schenke tatsächlich. Gut, dann gehen wir in die Schenke und schlafen auf irgendeiner Parkbank. Wir können uns doch tatsächlich hier irgendwo hinsetzen und hinlegen. Ansonsten suchen wir uns irgendwo ein Strohbett. Wir werden schon irgendwo ein Bett finden. Schlossknacken sei leicht, hat natürlich alles zu jetzt hier, klar. Öffnungszeiten sind überschritten. Ich würde sagen... Gibt es denn hier nicht mal ein Strohbett, wo man sich hinlegen kann? Ich will doch nur schlafen, Freunde. Das ist doch auch eine Schenke hier. Wahrscheinlich ist das die Schenke. Ja, wahrscheinlich ist das die Schenke. Können wir hier schlafen? Wenn wir uns hier hinsetzen, können wir jetzt hier einfach im Freien, so auf der Bank. Ne, das geht leider nicht. Also wir haben auch schon auf Bänken geschlafen, allerdings dann im alkoholisierten Zustand. Es ist nicht unmöglich. Oh, arme Pebbles. Musste im Regen stehen, tut mir leid. Komm, sonst schlafen wir hier. Guck mal, bei den Schweinen. Bei den Schweinen im Hühnerstall. Das heißt, dass es hier nirgendwo ein Bett gibt. Kann man hier nicht einfach irgendwo im Stroh schlafen? Brennnessel sammeln, ja, super. Ich dachte mal, man kann sich auch einfach in irgendeinen Stall legen. Aber das geht anscheinend nicht. Ich wette, man kann hier irgendwo einbrechen und dann sich in irgendein Bett legen, aber wir können uns waschen. Super. Waschen möchte ich mich nicht. Sieht aber auch so, als ob das hier nicht mehr so frisch ist, ne? Ja, Pebbles heißt das Pferd tatsächlich, ja. Genau. Habe ich nicht so benannt, ist vom Spiel so benannt. Ja klar, wir klauen einfach die Kiste vom Schmied. Also was ich noch cool finden würde, wenn wir die Möglichkeit hätten, einfach irgendwie, ich weiß nicht, so ein Feldbett aufzustellen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, einfach so ein Feldbett aufzustellen. Das wäre doch schön. Ihr merkt, ich struggle heute richtig hart, ne? Also heute ist auch echt der Wurm drin. Und alles ist abgeschlossen hier. Nirgendwo kann man rein. Überall muss ich irgendwelche Schlösser knacken. Ja, Hund, ist gut. Ich klaue doch nichts. Ich will hier, guck mal, hier würfeln. Also das scheint wirklich die Taverne zu sein, aber die hat natürlich kein Bett für uns. Okay, dann machen wir es anders. Wir nutzen einmal die Zeit. Es ist 1 Uhr morgens und dann werden wir nichts anderes tun, als mal bis zum nächsten Morgen nach vorne zu gehen. Dann haben wir zwar weniger Energie, aber es ist zumindest mal wieder hell. Tja, was soll's. Auf geht's. Wir gehen einfach mal in den Morgen rein. Setzen uns hier hin, machen es uns gemütlich und blutlos. Und am nächsten Tag können wir uns dann einfach einen Sarsor mal hinlegen. Wir reiten dann einfach weiter. Hier gibt es theoretisch auch noch eine Quest, glaube ich. Aber die lassen wir mal weg. Wir wollten hier eigentlich nur ein Bett.
Gut, bevor wir jetzt aber nach Sasau reiten. Guck mal, im Hell sieht das auch gleich viel freundlicher aus hier. Es regnet immer noch, meine Güte. Lass uns mal im Questlog jetzt mal die Quests anmachen, die wir jetzt tatsächlich in Sasau machen müssen. Das ist auch gar nicht mehr so weit. Wir sind jetzt wirklich hier dieses Stück durch diesen riesenlangen Wald gerannt hier. Und von hier aus kommen wir jetzt eigentlich direkt nach Sasau. Also am Kloster vorbei und so weiter. Ich habe die Namen tatsächlich gar nicht an, ne? Sehe ich gerade auf der Karte? Doch, Samopesh. Okay, das ist jetzt an. Okay. Genau, Questlogs. Also den Schatz können wir jetzt erstmal vergessen. Schade. Wir haben ja keine Schaufel. So, Steinschlag. Wir müssen auf jeden Fall im Kloster uns umhören wegen dem Stein. So, dann sollen wir im Sasau auch nochmal einen Arsch verhalten wegen dem Diadem, das wir abholen sollen. Wir sollen eigentlich auch Heilkräuter beschaffen, beziehungsweise dieses Herbarium lernen. Das müssen wir auch in Sasau machen. Also wir haben einiges vor. Den Ferseschmied, ein Freund in Not. Also wir müssen hier einige Sachen in Sasau machen. Da können wir einiges abarbeiten. Wir werden jetzt nicht alles markieren können. Wir müssen uns das dann einfach merken. Bevor wir wegreiten, dass wir da wirklich alles machen. So, Fackel können wir einmal ablegen jetzt. Und dann würde ich sagen, auf geht's, Pervis. Hier ist nicht viel zu holen in dem Dorf. Danke für eure Gastfreundschaft, nicht. Hallo, Speedy. Einen wunderschönen guten Abend. So, einmal kurz das Pferdenavigationsgerät wieder rausholen. Wir müssen einfach nur die Straße runter, dann links abbiegen und immer geradeaus. Und vor allem dann auch eher rechts halten. Da kann man nämlich nochmal eine Abbiegung haben. Ja, ich habe heute nicht trainiert, aber Kuchi wollte wohl trainieren eigentlich. Hat es aber nicht geschafft. Haben wir auch ein bisschen Pech mit dem Wetter heute, ne? Vom Regen in die Traufe, ich sag's ja, wie es ist. Also das Wetter passt heute zum Spiel von mir. Ja, krass, es hätte gar nicht mehr so lange gebraucht bis zum Dasauer Kloster. Dann würde ich sagen, volle Kraft voraus. Auf geht's, Pebbles. Ja. Zeig uns, was Eile ist. Ja. Wie ein berühmter Zauberer gesagt hat. So, Speer fuchtelt. Hier wird mit dem Speer rumgefuchtelt. Sehr schön, Poji. Ich finde das gut. So, und wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich im Sasauer Kloster. Es ist unfassbar. Zwar ohne Questerfolg, aber zumindest im Kloster. Und es ist schon gar nicht so lange her, da waren wir hier mal. So, wir stellen einmal Pebbles ab. Tut das gut. Und wir werden mal aus dem Topf essen. So. Also, wir haben gegessen. Unsere Energie ist, naja, dünn. Und wir rennen hier mit allem möglichen Zeugs rum. Wir sollten mal gucken, dass wir das irgendwann verkaufen können. Speedy hat auf jeden Fall Kloppe verdient. Warum hat Speedy Kloppe verdient? Was hat er gemacht? Er braucht nur etwas Schlaf. So, mit Johanka mal kurz sprechen. Die macht jetzt die Tür zu. Also, wir sortieren jetzt mal ein bisschen unsere ganzen Sachen hier. Mit ihm müssen wir nämlich auch noch reden. Wir müssen Heilkräuter beschaffen. Genau, das machen wir als allererstes. Wir können jetzt ja lesen. Jetzt können wir in diesem Herbarium endlich mal lesen, was wir für Heilkräuter beschaffen müssen. Es ist ganz im Körper eines Menschen vier Säfte wirken. Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Sie sind ausgeglichen,
erfreut sich jetzt nun besser Gesundheit. Besteht auch Überfluss an nur einem dieser Säfte, durchschwemmt er den Körper, stört seine Ausgeglichenheit und führt zu Krankheiten und sogar zum Tod. Na toll. Ein Überfluss an Schleim kann außerdem zu Diphtherie führen. Diphtherie. Da müssen wir mal gucken. Wo haben wir denn hier das mit den Heilkräutern für Schmerzen? Die Pest verursacht Durchfall, Achselhöhlen am Unterleib. Achso, in den Achseln und am Unterleib. Schwarze Flecken. Gut, die Pest ist es nicht. Dann kann zu Ruhr führen. Ach, gelbe Galle, Ruhr. Erbrechen hinzu. Die Kranken leiden zu dem schrecklichen Durst, Unterleibschmerzen und Fieber. Die Säuse unter jeden Menschen anstecken und gefährlich für Tiere. Anregende Körpersäfte, Ungleichgewicht zu bringen, um das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel, ausgelöste Fieberanfälle, Gift, Nahrung beispielsweise von selben Wasser, Tiere betroffen, meist schneller. Ist, Tanz, Erschöpfung, manche legen sich sogar Kleidung, gesunde Fleisches hinzugeben, Kranken geholfen werden, wenn sich auf den Rücken Fluss stießt, die nicht der Krankenschutz schon mal an Land. Okay, wird letztendlich getreten oder gebissen. Sollten wir nicht eigentlich in diesem Herbarium lesen, was wir diesem Typen von Heilkräuter geben müssen? Das ist doch nicht das Herbarium, das sind doch einfach irgendwelche Krankheiten, die hier beschrieben werden. Okay, das ist nicht das Herbarium. Wo ist es denn? Das ist das Herbarium hier. Alchemie beginnen. Wollt ihr mich ärgern? Ruhe! Ach, ist er hier schon wieder bei dem Ruhetyp hier? Was ist jetzt wieder los? Trink doch dein Gebräu. Es ist alle. Oh Gott. Du hättest was aufheben sollen. Ja, hab ich aber nicht. Kannst du mehr brauen? Das ist das letzte Mal. Das ist das letzte Mal. Möge Gott über dich wachen. Wir haben es ja, Gott sei Dank. Mehr? Ja, bitte. Alles Gute. Okay. Gut, aber wir sollten doch einem noch irgendwie Heilkräuter verschaffen. Hier, hier liegen auch noch ein paar rum, die... Stein mit Semmek, da, dem hier. Was willst du? Hoffentlich sind das die richtigen Kräuter. Nee, stopp. Wir können ihm jetzt nicht irgendwelche Kräuter geben. Wir müssen erstmal herausfinden, was. Und wir hatten die Quest. Questlog. So, lass uns mal kurz gucken. Da, wir sollen beschaffe Heilkräuter für Semmek. Und wir hatten die Hilfe dazu. Lass uns mal bitte die Karte ausmachen, bitte. M. Nee, das ist jetzt die M in Kurs. Falsch. Wir sollten das irgendwie im Herbarium lesen. Was die richtigen Kräuter sind. Da, ich muss herausfinden, wie man Semmek helfen kann. Ein wiederbesetztes Kräuter erwähnt. So, und dieses Herbarium sollte eigentlich hier sein. Aber das ist doch nicht das Herbarium. Das ist doch, wie man Krankheiten mit Hilfe der Körpersäfte erkennt. Das ist nicht das Herbarium. Ich frage ihn mal. Ich denke, ich habe alles, was du wolltest. Ich habe die Kräuter, die du wolltest. Lass mich nachsehen, ob du alle hast. Nee, habe ich nicht. Wieso vergeudest du meine Zeit? Komm wieder, wenn du alle Kräuter hast. Na, habe ich nicht. Lass uns handeln. Kann man bei ihm die noch fehlenden... Guck mal, man kann bei ihm die fehlenden Kräuter tatsächlich kaufen. Das sollten wir tatsächlich vielleicht einmal machen. Komm, lass uns mal gucken. Was brauchen wir denn noch für diese Kräuteraufgabe bei ihm? Das neue Herbarium. So, wir brauchen Nessel, Löwen, nee, Beinwell, Salbei, Einbeere. Jetzt muss ich mir aufschreiben, Freunde. Ich muss das aufschreiben. Ich kann mir das doch nicht mehr, niemals merken. Chat, könnt ihr euch das merken? Also, was fehlt uns noch? Nessel, Beinwell. Beinwell klingt auch toll, ne? Salbei. Das kaufen wir einfach bei ihm ein. Wir haben genug Geld. Einbeere. Johanniskraut. Johanniskraut ist was zum Einschlafen, das weiß ich zufällig. Das ist irgendwas Beruhigendes. Augentrost ist auch schön. Die Namen sind auch geil. Augentrost. Tollkirsche. Tollkirsche ist irgendwas Giftiges, glaube ich, ne? Das ist irgendwas. Wermut.
Da muss ich gerade an was anderes denken, wenn ich Wermut höre. Beschaffe ein altes Buch. Ein altes Buch haben wir auch nicht. Toll. Baldrian. Okay. Wir gucken mal, was wir dann für ihn noch kaufen können. Von den Kräutern. Alles gut. Danke, Koji. So, Augentrost sollen wir einmal kaufen. Brauchen wir einmal. Baldrian brauchen wir einmal. Beinwell brauchen wir einmal. Dann haben wir schon mal Beinwell, Augentrost und Baldrian abgehakt. Brennnessel haben wir. Distel haben wir. Einbeere brauchen wir einmal. Johanniskraut brauchen wir einmal. Einbeere. Kamille, Löwenzahn haben wir. Minze, Mohnblume, Ringelblume, Salbei. Mhm. Haben wir auch. Tollkirsche haben wir auch. Wermut ist auch von der Liste. Dann fehlt jetzt nur noch. Tollkirsche habe ich doch auch, ne? Gehabt. Tollkirsche haben wir auch. Nessel, glaube ich, ne? Hat er. Ist Nessel Brennnessel? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Nessel ist Nessel. Das ist das Einzige, was er nicht hat. Das war so klar. Na gut, aber wir kaufen das trotzdem erstmal. Handel abschließen. Wie viel kostet es das? 9 Dinger. Okay, komm. Ja gut, das alte Buch fällt uns noch, klar. Das fehlt uns auch noch, klar. So, tatsächlich Nessel ist das Einzige, was er jetzt nicht hatte. Nee, ich hab, also Brennnessel hab ich. Warte, guckt hier, ich hab bei Sonstiges Brennnessel hab ich genug. Oder? Hab ich keine Brennnessel? Oh, warte mal, dann könnte das wirklich sein. Die ganze Zeit haben wir irgendwo Brennnessel gefunden. Ja, warte mal, dann könnte das tatsächlich sein. Aber Brennnessel finden wir tatsächlich auch gefühlt hier in jedem Garten. Hier, guck mal, hier ist zum Beispiel Brennnessel. Kannst du einmal sammeln, zack. Brauchen wir uns nicht, ja, ist tatsächlich Nessel. Okay. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein altes Buch. Dürfte im Kloster ja wohl kein Problem sein, ein altes Buch zu finden, ne? Hier liegt doch bestimmt irgendein altes Buch rum. Verband, Fackel, Hundeleder, Knüppel, Schafsleder, Spinnennetz, Verbände. Ist das das Herbarium? Gegen Flöhe und Warzen. Mhm, mhm. Das ist es auf jeden Fall nicht. Der hat hier überall alle möglichen Sachen hier, ne? Nur keine alten Bücher. So, wir haben jetzt alle Kräuter, ne? Mal gucken, was er sagt. Ich habe die Kräuter, die du wolltest. Lass mich nachsehen, ob du alle hast. Ausgezeichnet, du hast alle Pflanzen. Die nehme ich an mich. Und das Buch, hast du es mitgebracht? Oh, das Buch, richtig. Ich bin gleich damit zurück. Okay, also wir müssen das Buch noch finden, den Rest haben wir. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwo noch ein Buch auftreiben hier in dem Kloster. Irgendwo wird sich doch hier ein altes Buch finden lassen, oder? Du bist in deinem privaten Bereich. Ist mir sowas von egal. Hast du ein altes Buch? Schloss knacken leicht. Ja, Schlösser knacken wollen wir jetzt erstmal nicht. Da hinten geht es ins Kloster, da können wir nicht rein. Wir sind nicht fähig dazu. Ich meine, altes Buch, das ist wahrscheinlich in jeder blöden Truhe gibt es wahrscheinlich altes Buch. Bruder Fördner, hast du ein Buch für uns? Ach, nee, warte mal. Wir sollen die erstmal beobachten mit ihrem komischen Stein. Das machen wir jetzt nicht so offensichtlich. Wir werden uns auch nochmal waschen. Wir sehen aus wahrscheinlich wie Sau. Gut, Essen haben wir genug. Hier geht's raus aus dem Kloster. Lass uns mal gucken, dass wir... Da gab's doch noch diverse Truhen oben auf den Emporen. Da kommen die nicht so einfach hin. Ich glaube, da können wir mal gucken, ob wir da irgendwas klauen können, ob wir da irgendwo ein altes Buch finden.
Wir haben doch das letzte Mal, als wir hier in Sarsor waren, sind wir doch den Gerüsten rumgeturnt. Und da gab es doch diverse Truhen, die man hätte looten können. Warte mal. Ist hier irgendwo ein altes Buch? Altes Pergament, ja, schön. Da waren diverse Truhen. Vielleicht können wir da in irgendeiner der Truhen ein altes Buch finden, was natürlich irgendwie total random ist, aber vielleicht haben wir Glück. So, hier sind die ganzen Steine. Hier soll man sich mal ein bisschen umhören. Gibt's hier eine Schaufel? Ich suche eine Schaufel. Guten Tag. Kann ich hier... Ich bin was nämlich... Du hier? Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Nee, lass uns mal da wirklich auf diesen Turm gucken. Wir waren das letzte Mal auf diesen Emporen. Wir sind jetzt auch nicht überladen. Wir haben jetzt endlich mal die ganzen Dinge abgelegt. Lass uns mal gucken, ob wir da oben nicht wirklich ein altes Buch finden in irgendeiner der Truhen. Ich glaube, wir können, wir haben jetzt so viele Dietriche. Genau hier, guck mal, hier sind die ganzen Schlösser. Wir nehmen aber mal nicht das, was hier unten direkt ist, weil das ist ziemlich auffällig. Wir gucken mal, hier oben klettert ja keiner hoch von denen. Wir gucken uns mal die Truhen an, die hier auf diesen ganzen Emporen waren. Da gibt es nämlich einige von. Und dann gucken wir mal, ob wir da ein altes Buch finden. Vielleicht haben wir Glück. So. So, Schloss aufknacken, Schloss drehen. Na, wunderbar. Ist ja wieder meine Lieblings... Meine Lieblingssache, Zeiger ist da. Wir müssen immer so zwischen diesem Loch, da müssen wir bleiben. Oh Gott, ist das heute ein bisschen buggy, oder? Ja, das ist heute ein bisschen schwierig. Also heute wird das... Haben wir es jetzt geschafft? Nee, ne? Das ist heute so hakelig. Das ist sonst nicht so hakelig. Also heute ist es heute echt verhext. Vielleicht habe ich heute auch nicht die ruhige Hand. Ist ein bisschen wie der heiße Draht hier. Ach, guck mal, das ist auch weiter außen, ne? Seht ihr das? Wir müssen hier ganz, ganz außen am Rand das machen. Das war vielleicht mein Problem. Wir müssen eigentlich immer nur hier bleiben. Guck mal. Ja, deswegen war das auch so hakelig. Ach, ich bin doof. Ja, guck mal. Macht man es einmal richtig, geht's dann auf einmal. Nee, ne? Natürlich ist da eine Schaufel drin. Natürlich ist da eine Schaufel drin. Klar, warum sollte da auch keine Schaufel drin sein? Spiel. Danke für nichts, Spiel. Danke für nichts. Ich würde gerne mal... Wir haben 40 mal Löwenzahn. Lass uns das mal hier reinpacken. Also zumindest 39 davon. Weil das ist ja so schwer. Ach genau, die haben wir irgendwann mal geerntet. So, wir brauchen diesen ganzen Kram hier nicht. Lass mir das mal ein bisschen leichter machen, unser Inventar. Ich habe die Schaufel da mal mitgenommen, Freunde. Vielleicht... Da gab es so eine Quest... Könnt ihr euch erinnern, da gab es irgendwie so eine... Ach, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, in Scarlet, da gab es irgendwie so eine Quest. Da musste man, glaube ich, irgendwas mit einer Schaufel machen. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Ich weiß das nicht mehr. Guck mal, hier kann man übrigens... Ich weiß nicht, was das war, aber da gab es irgendwie mal eine Quest. Da musste man irgendwas mit einer Schaufel machen. Mir fällt es auch gerade nicht ein, was das war. So, hier war das, glaube ich, wo es... Ach doch, guck mal, hier gibt's... krass. Okay. Wo geht's da denn hin?
Die haben wir das letzte Mal, glaube ich, nicht gesehen, die Leiter. Ach, hier geht's gleich direkt hoch. Okay, cool. Das Schöne ist, hier sind nämlich ganz viele Truhen. Und hier ist keine Sau. So, jetzt machen wir das mal richtig mit dem Schlösserknacken. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Guck mal, hier müssen wir jetzt ganz innen bleiben. Seht ihr es? Da ist es am größten. Und dann geht das auch einfacher. Guck mal, schon kriegt man einfach Schlösser geknackt. So, guck mal, hier ist auch eine Schaufel drin. Das scheint so ein allgemeines Ding zu sein, dass in den Truhen hier Schaufeln drin sind. Gut zu wissen. Ist ja nicht so, dass wir hätten irgendwann mal eine gebraucht hätten oder sowas. Jetzt muss ich mal gucken, wo war denn jetzt diese eine Leiter, wo wir jetzt gerade hochgegangen sind. Hier gab es noch eine zweite Leiter. Ach, das ist die kleine hier, ne? Genau, das ist die kleine Leiter. Und wir sind jetzt die andere große gegangen. Die war hier hinten wahrscheinlich, ne? Hier. Genau, die sind wir hochgegangen. Okay. Aber ihr wisst ja selbst, wenn wir jetzt nach Scarlet gehen, da sind dann wieder irgendwelche Banditen und Kuman und was weiß ich was alles. Ja, das machen wir noch mit dem Schatz. Aber nicht heute. Wahrscheinlich nicht mehr heute. Wir werden das irgendwann nochmal angehen. Ja, ich kann... Ja, ich weiß, dass ich mein Pferd hier nicht herrufen kann. Gut, aber wir werden hier, glaube ich, außer ein paar Verbände und Schaufeln in den Truhen tatsächlich nichts finden. Das ist ein bisschen ernüchternd. Da müssen wir gucken, wo wir ein altes Buch herbekommen. Vielleicht von irgendeinem Händler oder sowas. Irgendwo kriegen wir schon eins her. Wir können mal in Sasa gucken. Da gibt's, also Sasa ist eigentlich so groß. Irgendwo werden wir das schon hinbekommen. Ja, also ich bleib dabei. Schaufeln gibt's hier en masse. Aber das war klar. Oh Mann. Gut. Wir lassen das Pferd gleich mal stehen kümmern uns dann darum, dass wir... Genau, hier sind wir vorhin rübergegangen, glaube ich, eine Stufe tiefer. Bloß nicht runterfallen jetzt hier oder sowas. Dann brechen wir uns ja auch noch irgendwelche Haxen. Das wäre schlecht. Altes Buch. Ein altes Buch. Wo gibt es denn alte Bücher? Könnte es bei irgendeinem Klapperhändler geben? Wo kann man denn hier alte Bücher finden? Ja, bestimmt in irgendwelchen abgestandenen Truhen. Irgendwo finden kann man das bestimmt. Man wird ja bei dem Spiel grundsätzlich zum Taschendiebstahl verliehen. Genau, die hatten wir schon. Dann sind wir einmal durch jetzt hier. Ja, ich weiß auch. Also so eine Schaufel, ne? Also gut, warum sollte da in den Truhen ein altes Buch sein? Das ist Quatsch. Aber gut. Okay, lass uns mal gucken, dass wir hier ein bisschen was verkaufen können. Wir haben doch hier auch einen Händler gehabt, ne? Guck mal, hier ist doch noch ein Kräuterkundler. Vielleicht kann man bei dem Kräuterkundler hier vorne... Vielleicht können wir da noch ein altes Buch kaufen. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Helfer der Klostermeisterei. Okay, komm, wir gucken mal bei dem Kräuterhändler da vorne. Vielleicht ist da ja was. Ansonsten gucken wir tatsächlich mal im Dorf. Ist der hier in der Ecke? Wahrscheinlich, ne? Ist das hier der Kräuterkundler hier? Ich gehe mal davon aus, ja? Nee? Hä? Warum kommt jetzt hier so eine mysteriöse Musik? Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Muss man jetzt hier einmal ums Haus gehen, hier um den Kräuterhändler hier anzutreffen? Oder muss man dafür wirklich direkt ins Kloster gehen? Ah ne, guck mal, hier ist ein Weg hier hoch. Der scheint dann irgendwo hier zu sein. Ah, guck mal hier. Versteckter Händler hier, oder was? Du hast entdeckt alchemitisch, guck mal. Schlossknacken sehr schwer. Wir kommen hier tatsächlich nicht rein, ne? Das ist echt. Hier ist der Kräuterkundler, da kommen wir nicht rein. Und hier soll angeblich noch ein Weg sein. Wo war denn hier ein Weg, bitte? Hier ein Weg entdeckt? Hier ist ein Fluss, ja. Ach, hier, guck mal, hier ist das soll ein Weg sein?
Das, ich dachte, deshalb, ich habe das im Fluss gehalten hier. Ja, das ist doch hier kein Kräuterhändler, also das Spiel. Wird hier veräppelt vom Spiel. Oder war der hier im Torhaus, dass das hier irgendwo rechts reingeht? Ich da vorbeigelaufen bin. Nö. Nö, einfach nur nein. Das ist der Board, ja. Gut, okay, dann hören wir uns mal ein bisschen hier um. Also wir haben ja auf jeden Fall noch andere Sachen zu tun. Wir müssen einmal genau das Diadem besorgen und dann können wir hier auch nochmal gleich den beiden Chaoten sagen, dass wir einen Job für die haben. Und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, guck mal, Sasor ist so riesig. Hier werden wir auf jeden Fall Sachen verkaufen können. Hier sind Händler und hier werden wir bestimmt auch irgendwo ein altes Buch kaufen können. Da bin ich mir recht sicher. Dann lass uns das doch erstmal probieren. Dann genau, das machen wir gleich noch. Wir müssen eh nochmal zum Kloster zurück. Das Diadem holen wir erstmal, wenn wir die ganzen Sachen verkauft haben. Dann holen wir jetzt unser Pferd und reiten erstmal zur Taverne. Ja, wir sind auch leicht müde. Wir müssen auch immer mal schlafen. Ich weiß zum Beispiel, dass wir hier mal gut schlafen konnten. Aber was ist das denn hier? Setzen. Mal eine blöde Sache, ne? Jetzt mal nur mal ganz kurz gucken. Da hier sind noch ganz viele Verwundete, ne? Ich möchte ja niemanden beklauen. Ich habe nicht vor, irgendwas zu beklauen hier. Aber habt ihr hier zufällig ein altes Buch? Mit Johanka müssen wir auch mal wieder reden. Das ist das Einzige, was bloß bei Johanka, dass ihre Dialogtexte anscheinend nicht angezeigt werden. Aber sie sagt auch nichts Erzähl mehr Neues. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Genau, also hier gibt es nichts Neues. Ich weiß was, alles, was Danke. Ich wissen muss. Mehr wollte ich nicht wissen. Möge Gott mit dir sein. Aber da redet sie so, ne? Also das kann sie schon, aber irgendwie das Dialog, der Dialog da ein bisschen mit ihr verbuggt. Okay, also hier hat jemand ein altes Buch. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Dass er auch einfach kein altes Buch hat, ne? Hier sind Millionen von Büchern. Aber denkst du, ich kann hier irgendwas anklicken? Oh, Entschuldigung, ich wollte niemanden schlagen. Na gut, wir bleiben im Plan. Pebbles, komm her. Wir haben zu tun. Zwielichtiges Kloster hier. Zwielichtiges Kloster, sag ich euch.